Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Glossy Box in der Girls Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Girls ist eine Sonderedition der Glossy Box und sie kostet für Abonnenten 18 Euro, für Nicht-Abonnenten kostet sie 23 Euro und ich habe mir die hier selber bestellt und ich habe irgendwie zwei zugeschickt bekommen. Das heißt, ich kann in diesem Video zwei Glossy Box Girls Edition Februar 2022 verlosen. Oh mein Gott. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Es wird natürlich zwei Gewinner geben. Und ja, genau. So, was wollte ich sagen? Die Glossy Box Girls ist eine Sonderedition. Das ist ohne Abo und sie erscheint, ich glaube, alle zwei Monate. Die letzte müsste im Dezember erschienen sein. Und genau. Glossy Box Girls finde ich sehr interessant. Es hieß damals Glossy Box Young, hat sich mittlerweile zu Glossy Box Girls umentschieden. Genau, es hat sich umentschieden, ist auch vollkommen in Ordnung. Und hier haben wir dann einmal... Ich bin nicht so ganz auf der Höhe heute, es tut mir sehr, sehr leid. Das Innenleben quasi. Und hier haben wir einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Wir haben kein großartiges Motto, sage ich mal, beziehungsweise kein Editorial, wo irgendwer erzählt, warum das jetzt Self-Love sein soll. Es ist einfach die Self-Love Edition. Punkt. Ne? Ohne viel Rampampam, richtet sich eher an die Jüngeren und das heißt, wir haben hier nicht so unbedingt Anti-Aging oder sowas mit dabei. Es ist alles ein bisschen poppiger, ein bisschen wilder. Ich bin gespannt. Einen Duft haben wir hier nicht mit dabei. Ich mache jetzt einfach mal hier das Schleifchen auf. Also eingepackt ist das Ganze wie eine ganz reguläre Glossybox, ne? Die man sich ja auch monatlich abonnieren kann. Und die Girls Edition ist dann, wie gesagt, ohne Abo. Hier sehen wir einmal den Blick in die Box und ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Witzig. Kokostar Foot Peeling Pack. Da habe ich letztens noch mit meinen Mädels auf dem Mädelsabend drüber gesprochen. Da hatte ich der ein oder anderen nämlich mal auch so eine Fußpeeling-Maske gegeben, also wo sich die Hornhaut danach mit der Zeit entfernt. Und eine Freundin von mir hat es ausprobiert und gesagt, dass sie das richtig cool fand und genauso wie ich diesen Satisfying Moment hatte. Und hier habe ich jetzt eine andere 90 Minuten, lässt du dir drauf. Und in der Regel nach so ein, zwei Wochen, ne, hast du dann quasi einmal deine ganze Hornhaut weg. Finde ich sehr interessant. Für weiche und geschmeidige Füße. Ich weiß jetzt, nach 4 bis 6 Tagen beginnt die Haut, sich von ihren Füßen abzuschälen. Ja, es ist wirklich crazy. Und lange Zeit auf diesem Kanal war die Balea Fußmaske mein bestgeklicktes Video, sage ich mal. Es ist auch ziemlich creepy, muss ich sagen. Aber es ist okay. Und vielleicht werde ich die jetzt einfach mal auch ausprobieren, weil jetzt ist die perfekte Zeit dafür, um eben so eine Maske zu verwenden. Weil Leute, ich sag's euch, ihr müsst definitiv Socken tragen in der Zeit, wo sich die Füße abpellen. Ne? Ansonsten hast du da echt kein schönes Bild. Bin ich sehr gespannt drauf, finde ich echt interessant. Und dann habe ich hier etwas mit drin, das hatte ich jetzt irgendwie in super vielen anderen Boxen auch mit dabei, aber gut. Die Glossy Box gehört ja auch zur Look Fantastic Beauty Box, beziehungsweise die gehören in eine Familie, ne, sind Schwestern. Und hier haben wir nämlich von Lottie London den Blush in der Farbe Haze, den hatte ich schon mal irgendwie und jetzt habe ich den nochmal in der Box. Kommt natürlich in meinen Fullface Beauty Boxen wieder mit rein. Ich glaube, den habe ich aber auch schon in meiner Box drin, weil der in der Glossy Box drin war, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ne, ist auf jeden Fall ganz fancy pansy, hat so ein so ein Design, dass du quasi hier unten ist es heller und nach oben hin wird es dann intensiver, ne? Also so ein Farbverlauf ist es quasi. Da ich den jetzt doppelt habe, kommt er natürlich mal in eine Verlosung mit rein, aber natürlich auch die Produkte aus der Glossy Box Girls kommen in mein Fullface Beauty Boxen. Das ist so ein Video, was ich drehe, wo ich einfach am Ende des Monats schaue, was war an Schminke in den ganzen Beauty Boxen, die so bei mir eingetrudelt sind, enthalten und was kann ich daraus zaubern. Genau. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Puffin Beauty für den perfekten Zopf. Pony Puffin, feines bis normales Haar. Ich habe feines Haar und das ist halt so ein Prömpel. Du machst dir halt so einen Pferdeschwanz, dann setzt du das Ding da ein und dann soll das ein ganz heftig voluminöses Moped sein. Aber bei mir sieht man den, weil ich halt wirklich sehr, sehr feine Haare habe. Da kommt dieser Puffel dann immer halt raus. Ne? Das sieht bei mir einfach nicht gut aus. Deswegen
macht das einfach keinen Sinn. Ich hatte das auch schon vor, ich glaube, 2 Jahren wirklich mal in der Box mit drin gehabt und auch mit euch zusammen mal ausprobiert. Aber ja, ne, ich bin halt nicht so die Zopfträgerin. Ich mache mir halt mal einen Bommel, den mache ich mir oben, den mache ich mir hinten. Ich mache mir vielleicht auch mal 2 Bommeln an der Seite, wenn 90er-Jahre-Party ist, oder ich mache mir einen seitlichen Zopf. Ansonsten bin ich nicht so die Frisuren-Queen, ne? Also von daher ist das jetzt nicht unbedingt ein Produkt für mich. So. Gut, was haben wir hier drin? 4711, interessant, sowas in einer Glossybox Girls Box drin zu haben, die ja eigentlich eher für Junge ist, ne? Aqua, Colonia, Litchi und White Mint. 8 ml sind hier drin enthalten. Und das ist ein Parfum. Okay, auch sehr interessant, ne? Also ich hatte irgendwann mal so eine komplette Batterie an diesen 4711 Dingern. Und also in kleinen Größen halt, ne? Genau, und da war das auf jeden Fall auch mit dabei. Das ist so ein kleiner Flakon. Ich sammle die ja. Und dann kommt das am Ende des Jahres, wenn ich dann mal wieder so meine extrem krasse, heftige Verlosungsgedönsen mache, ne? Auch mit in die Verlosung mit rein, weil ich mache da gerne auch so Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Und da kommt das dann einfach mal mit an den Start. So, hier habe ich ein leeres Vieh, da war wahrscheinlich der Blush drin. Dann habe ich hier etwas von Six drin. Okay, das ist Schmuck, haben wir hier auch mit dabei. Das ist interessant, da gucken wir mal rein, was das sein soll. Oha, okay, das ist so ein, so ein Vieh, gold-plated. Wie heißt das nochmal? So ein, ich will gerade Scrunchy sagen, aber das ist definitiv kein Scrunchy. Ja, ein Earcuff ist das. Guck mal, und da ist so eine kleine Schlange dran. Würden sich definitiv meine Haare drin verfangen, ne? Wenn ich jetzt meine Haare in einem Zopf, wie süß, in einem Zopf tragen würde, dann würde das vielleicht funktionieren. Bei Earcuffs ist bei mir halt immer das Problem, dass die mir rausfallen. Ich habe irgendwie total unförmige Ohren. Ich weiß nicht, was mit denen nicht richtig gelaufen ist, ne? Aber sie wollen sowas nicht halten, das heißt, das wird weiter wandern. Aber das ist nicht schlimm, muss ich sagen. Ich finde es super süß und ich finde es auch cool, ne? Weil ich sehe jetzt immer mehr auch Leute, die sowas in meinem Umfeld auch tragen. Auch wenn ich, ne, man sieht sich halt um und dann sieht man auch, was die Leute so an Schmuck tragen. Ich achte jetzt ja auch mehr auf sowas, weil ich auch einfach in dem Bereich jetzt hier jeden Tag was zu tun habe, ne? Genau, süß ist es definitiv. Für mich ist es nichts, weil es bei mir rausfällt und das finde ich dann einfach zu schade. So, die liebe Olesia hat zusammen mit Ailieu, wow, Wimpern rausgebracht. Ich habe hier die Nummer 175, Full and Wispy. Wow. Bei mir ist das Problem immer, künstliche Wimpern siehst du bei mir nicht, weil ich verwende ein Wimpernserum, was einfach hardcore Oberaffentitten geil ist. Verlinke ich mal in der Infobox von Grande Cosmetics, das Grande Lash. Und das hat einfach gemacht, dass meine Wimpern halt echt krass gewachsen sind. Und jetzt, wenn ich so künstliche Wimpern drauf mache, sind manchmal sogar die künstlichen Wimpern dezenter als meine Wimpern, wenn ich sie tusche. Oder sie sind sogar kürzer. Das ist echt Hammer. Wirklich krass. Und ja, aber das hier scheinen wirklich intensive Wimpern zu sein. Wäre Karneval nicht ausgefallen, dann würde ich sowas definitiv auch behalten, weil wir von den Mädels aus auch wirklich immer Karneval rausgegangen sind. Ich glaube, wäre nicht heute sogar, nee, Donnerstag, heute ist Montag, der 21. Februar, wo ich drehe, aber jetzt am Donnerstag wäre Weiberkarneval und da wäre ich aber sowas von irgendwo auf einer Zeltparty an Toch, ne? Und ja, da wir halt immer sehr ausgefallene Kostüme haben, würde sowas immer sehr gut funktionieren, aber ja, werden wahrscheinlich weiter wandern. Ne? Auch wenn ich gerne Olesia unterstützen würde, weil das eine super coole YouTuberin ist. Ich mag die gerne, ich gucke die auch super gerne und ich habe mich mega gefreut, dass die auch eine Kooperation hat. Problem, ich trage halt keine künstlichen Wimpern im Alltag so, ne? Schade Schokolade. Okay, was haben wir hier als nächstes? Von Dr. Pawpaw Overnight Lip Mask. Das ist schön, sowas kann man dann wirklich sich ans Bett stellen und dann abends drauf machen, ne? Ja, mit Natural Pawpaw, okay, Softening Smoothing Plumping Lip Mask. Jo, ist auch eine schöne Geschichte, es ist einfach ein Lippenpflegestift. Dr. Pawpaw ist doch, glaube ich, auch so super viral gegangen, ne, als die ihre Blush-Viecher hatten und so. Habe ich nie verstanden, diesen Hype. Also ich habe die auch schon mal bei mir ausprobiert. Ich glaube, ich hatte immer irgendwie die falsche Farbe. Aber gut, ja, ne, Lippenpflege kann man gut gebrauchen. So, hier haben wir jetzt ein krasses Produkt drin. Und zwar von Fix & Rouge Wonderlove Clarity. Okay, 30 ml sind hier drin enthalten. Und Fix & Rouge ist super teuer. Ich muss aber gestehen, dass ich außer in Beautyboxen
nie wirklich Fix and Rouge gesehen habe, oder? Kommt das nur mir so vor? Vegan and Sustainable Skincare, das ist doch auch schon mal ganz nett. Also wir haben da schon viele wunderschöne Primer und Seren und Glow-Produkte in den Beautyboxen drin enthalten gehabt. Und also habe ich auch nach wie vor noch bei mir in der Sammlung drin. Ne? Gefällt mir tatsächlich auch. Ja, und das ist ein Serum. Hübsch, ne? Clarity hört sich für mich so an, als wäre das quasi ein klärendes Serum. Sieht auch mit diesem Grün so aus, als wäre das quasi gegen Rötungen und so ein bisschen mattierend, weil diese Verpackung oder dieses Glas hier außenrum zu auch so mattes Milchglas ist. Ne? Dann spricht das also schon von der Optik allein schon dafür, dass es sowas ist. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ne? Also ja, wobei hier steht, es soll Glow geben, revitalisieren, smooth, also quasi weich zeichnen, mehr oder weniger, und hydraten. Okay, also hier ist gar nicht so. Hä? Okay, dann ist es doch. Aber hier steht Clarity drauf, Leute. Ihr habt mich verwirrt. Kann man sicher auch irgendwie als Primer verwenden oder sowas, ne? Weiß ich nicht. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Cool, dass es mit drin ist, ne? Weil das ist jetzt schon teuer, glaube ich. Dann habe ich hier etwas von Wunder 2. Da habe ich letztens noch ein Puder von verwendet, was ich echt gut finde. Professional Primer for Color Cosmetics Light Transformation Technology. Hä? Weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Prime and Behold. Professional Primer for Color Cosmetics. Ist das vielleicht, damit du keinen Stain bekommst oder sowas? Prime and Behold ist ein professioneller Primer für dekorative Kosmetik, der Pigmente auf der Haut besser haften lässt und somit als perfekte Basis für Glitter und andere Farbpigmente dient. Er ist nicht nur wasserfest, sondern auch abriebfest und langanhaltend. Ist das fürs Gesicht oder ist es wie so dieser NYX... Hä? Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass es wie dieser NYX Glitter Glue wäre und das ist einfach holographisch. Hä? Okay, also das ist für Lidschatten, glaube ich dann, ne? Sehr interessant, Leute. Werde ich in meine Full Face Beauty Box mit reinnehmen, werde ich ausprobieren. Finde ich wirklich spektakulär. Sehr dickflüssig. Okay, wenn das so muss. Es ist wirklich holographisch. Krass. Ja, und so matschig irgendwie. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber, ne? Man sieht halt diese Stückchen. Also da muss man halt noch mit was anderem verblenden als mit dem Applikator. Weil so siehst du halt wirklich diese Stückchen da drin. Aber gut, mit dem Finger. Witzig. Und das dann auf den Augen? Ich muss mir das nochmal genauer durchlesen. Weil irgendwie stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Weil das als Lidschattenprimer finde ich schon wieder krass. Okay, wird ausgetestet. Kommt, wie gesagt, ins Full Face Beauty Box und da testen wir das dann zusammen aus. So, einen habe ich hier noch drin und zwar ist es ein Lippy von Note. Der Creamy Lipstick Long Lasting Full Color. Ich glaube, den habe ich schon in der Farbe Trendy 205. Das ist so ein ganz dunkles Weinrot. Ich meine auch, dass wir das letztens in der Glossy Box oder so mit drin hatten oder in der Look Fantastic Box, ne? Muss ich mal schauen, falls es der ist, den ich schon habe, dann kommt der andere halt ins Full Face Beauty Box und ansonsten kommt der mit rein, ne? Ja, finde ich ganz interessant, ne? Lippenprodukte kann man auch eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ich glaube, wir haben auch immer in den Glossy Box Girls bislang drin gehabt ein Lippenprodukt und ein Parfum, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war's jetzt. 18 Euro für die Produkte. Und das sind ganz schön viele gewesen, ne? Weiß ich nicht, wie viel waren das denn hier? Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Produkte. Krass. Also ich finde es cool. Also in der Theorie hast du 2 Euro pro Produkt bezahlt. Läuft. Komme ich mit klar. Ja, und angeblich irgendwie ein Wert von irgendwie 115 Euro oder sowas. Also ich beschwere mich nicht. Ich finde, das ist eine Box, die sich lohnt, die man sich anschauen kann, wenn man einfach Bock drauf hat, so ein bisschen was rumzuprobieren. Wenn man aber trotzdem halt auch sagt, okay, kann sein, dass das Gleiche schon mal irgendwo in der Glossy Box drin enthalten war, ne? Weil da ist dann halt auch irgendwie Mutter und Tochter gefühlt. Das kann dann auch sein, dass da so ein bisschen was auch in der Glossy Box Girls drin ist, was vorher vielleicht schon mal in der Glossy Box an sich drin war. Finde ich aber nicht schlimm, weil man hat doch immer irgendwie die Möglichkeit, so ein, zwei Produkte im Familien- und im Freundeskreis uns weiterzugeben. Ne? Also für mich persönlich eine coole Box, hat sich gelohnt. Ich freue mich, dass ich mir die tatsächlich auch selber für mich bestellt habe und dass ich 2 Boxen verlosen kann. Ne? Und ja, das war es jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine
Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen, hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!